unbedingt nur behäbig und unbeweglich, sondern Sie werden gleich hier erleben Flugmanöver, die Sie wahrscheinlich nie wieder irgendwo mit diesem Flugzeug sehen werden, sei denn auf einer Airshow, einer Luftfahrtausstellung wie die ILA oder Airbus oder eventuell noch einmal mit den Manövern vorgeführt wird, die uns Peter Schäfer und Wolfgang Zweier heute zeigen. Sie beide, die Testpiloten, verantwortlich für dieses Luftfahrzeugmuster. Diese Version, wie sie ist, noch zur Zeit in der Grundphase, sie ist auch in Toulouse stationiert, dient noch ein wenig auch zu Testzwecken. Aber gestern, vorgestern oder vorvorgestern hatten wir dann ja schon einmal das erste Flaggschiff der Lufthansa hier auf dem Flugplatz und auch ein 380 der Everett Airlines. Just compare the two sounds as he lines up on the runway. Wahnsinnsgerät, derartige Fluglagen erreicht werden können, hat natürlich auch etwas Fantastisches. Denn in diesem Rahmen ist auch, wissen die Piloten auch, dass in und Spitzensituationen sie in der Lage sind, noch Reserven zu haben in ihrer Manövrierfähigkeit. This is one of the things that makes Airbus aircraft so special. It's so efficient in passenger and freight service. The control systems, the computer control systems, are so incredibly accurate that our two pilots today, they're both experimental test pilots, Peter Chandler and Wolfgang Amsmeier, are able to maneuver the aircraft. Ich kann nur noch mal wiederholen, Felgesse. Sie werden nie wieder auf einem Flughafen oder einem Flugplatz, es sei denn, es ist auf einer Airshow, derartige Schräglagen, wo man einfach so sagt, die Banks, Neigungswinkel dieses Flugzeugs sehen wie jetzt und hier. One of the most important things about this aircraft, aside from the fact that you can operate from surprisingly small airboards for such an enormous aeroplane, one of the most important features is that it has the lowest fuel burn per seat of any long-haul biplane jet. It burns less fuel for every passenger it carries than any other jet. And that's by around about 20% less than its next nearest competitor. It really is the greener, cleaner flying machine. It really is. Astounding achievement. Incredibly quiet. Bei dem Flugzeug kann man wirklich sagen, Felges, wir hören Sie hin und Sie hören so gut wie gar nichts. Gerade wenn das Flugzeug über Ihnen ist, können Sie die Triebwerke hören und sonst danach ist wieder Ruhe. Die Wirbelschleppe, die früher
Bürgerchef Lärmschleppen, Lärmteppiche, von denen man sprach, die früher über 20 Kilometer sich hinzogen, sind enorm reduziert worden. Und wie Sie hören, bei selbst diesem großen Flugzeug ist der Lärmteppich nur noch mal gerade 3 bis 5 Quadratkilometer. Powered by two different engines, either Rolls-Royce Trent 900 or the engine Alliance GP7200. Both those engines in the 311 kilonewton class, right about £90,000 of thrust in old money. Capable of carrying 310,000 litres of fuel. And what that means in terms of range, you're looking at 15,200 kilometre maximum range with a full load of passengers and cargo. Ja, jetzt noch einmal zu den Daten. Wir sind auf 73 Meter. Eine Höhe von 24 Metern. Eine Meter-Höhe-Länge. Eine ist 49 Meter groß. Die Spannweite 79,80 Meter. Das maximale Startgewicht liegt bei 560 Tonnen. Und alleine der Treibstoff beträgt 310.000 Liter. Das sind Daten, die unvorstellbar sind, die man gar nicht so umsetzen kann. Vor allen Dingen, wenn man dieses Flugzeug so am Himmel erlebt. Die Rolls-Royce Trent Motoren, jedes Triebwerk hat 311 kN Schub. Mit maximal Passagieren an Bord eine Reichweite von 15.200 Kilometern. Well, ladies and gentlemen, building such a large aeroplane involves an enormous amount of risk. And it takes a tremendous amount of courage to stake reputation and the future of your company on a single project. And that's what Airbus did. There are some very courageous and very visionary people at that company who saw the need for this aeroplane, that this aeroplane was going to sell. And sell it has. In fact, this week, here at ELA, Emirates asked Airbus for another 32 A380s, right here at this show. That's how good an airplane it is. No, a day later, well, there were 30 others coming to it. Also 32 by Emirates Airlines und noch einmal 30 von anderen Airlines, die inzwischen hier geordert wurden. Das ist eine enorme Kraft, nochmal Entschuldigung, die enorme Kraftanstrengung. Und aber trotz allem, bei allem Hindernissen und Problemen, eine richtige Entscheidung, dass Airbus Industrie dieses Luftfahrzeug gebaut hat. Denn die Notwendigkeit, solche Luftfahrzeuge zu haben, die es möglich machen, über lange Strecken bei einem sehr, sehr geringen Spritverbrauch pro Person, pro Sitz an Bord, hat gezeigt, dass die Zukunft, ein zukunftsweisendes Konzept in dieser Art von Flugzeugen steckt.